Eine Religion nach Schneidermaß wollen einige heute haben. Eine Religion, jeder nach seiner Meinung oder nach seinem Gefühl. Wenn ihm etwas gefällt, dann okay, das kann vom Islam sein. Wenn etwas ihm nicht gefällt, das ist nicht vom Islam. Du sagst ihm, Allah sagt, der Prophet sagt, der sagt dir, ja, aber das ist nicht so ganz, wie du denkst, sei nicht sehr streng. Okay, was soll ich dir sagen dann? Der Islam ist der Islam. Der damalige Islam ist der heutige Islam und das wird bleiben. Die Religion Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Offenbarung von über dem siebten Himmel. Allah hat das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das verkündigt. Die Sahaba haben das übernommen. Die Tabi'in haben das von ihnen gelernt. Und das wurde überliefert bis heute und das wird bleiben. Und keiner wird den Islam ändern können oder vernichten können. Der Islam wird bleiben. Und das ist eine Tatsache, eine Selbstverständlichkeit bei uns Muslime. Aber, dass du den Islam ändern willst, weil dir etwas nicht gefällt, dann bist du der Verlierer und nicht der Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So, was bedeutet Schneidermaß? Was meine ich damit? Ich meine, eine Person will jetzt beten. Dann betet er nach seiner Meinung, nach seinem Kopf. Der will so beten. Du sagst ihm, aber so betet man nicht. Du sagst ihm, ja, was ist dein Problem? Ich bete, wie ich will. Ich mache das für Allah. Subhanahu wa ta'ala. Okay, du machst das für Allah, aber du musst dich daran halten, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Als du bestätigst hast, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dann hast du einen Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Vertrag lautet, ich ergebe mich. Ich habe die Hingabe zu Allah. Was Allah gesagt hat, praktiziere ich. Und was er verboten hat, meide ich. Was der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen hat, praktiziere ich. Was er verboten hat, meide ich. So viel ich kann. Und wenn ich nicht kann, dann bitte ich Allah um Unterstützung und Hilfe und lerne ich, damit ich das mache. Das ist unsere Religion. Aber so eine Religion, jeder nach seinem Kopf, jeder betet, wer will, fastet, wie er will, das haben wir sowas nicht im Islam. Warum sage ich das, liebe Muslime, heute? Einer sagte mir, er sagte, Subhanallah, wenn ich jemanden treffe, dann sofort kommt die Frage, er sagt mir, warum hast du Bart? Warum hast du kurze Hose? Warum gehst du in die Moschee? Warum hältst du dich an die Gebete? Subhanallah, jedes Mal. Was soll ich ihm sagen? Ich sage ihm, ich trage Bart, weil das Pflicht ist, Wajib, Pflicht. Und es gibt Konsens, dass Haram ist, dass man Bart abrasiert, Konsens. Übereinstimmung unter den Gelehrten des Islam. Es gibt keinen einzigen Gelehrten in dieser Umma, der was anderes gesagt hat. Und sagst du ihm, ich praktiziere meine Religion. So ist das im Islam. Der sagt, ja, aber sei nicht streng. Sei nicht streng. Ich könnte dir sagen, wo ist dein Bad? Warum hast du lange Klamotten? Das ist Haram. Warum hältst du dich nicht an der Sunna? Warum kommst du nicht in die Moschee? Aber wenn du das machst, der wird dir sagen, ach lass mich, was ist los mit dir? Das ist abstößend, immer mir zu sagen. Aber dass man kritisiert, kein Problem. Aber dass man, und dass man austeilt, kein Problem. Aber dass man hinsteckt, nein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das ist die Ungerechtigkeit. Viele Themen, heute, viele Themen, machen die Muslime ohne Beweis. Das ist nicht vom Islam. Nicht vom Islam. Und wenn man ihnen sagt, das ist nicht vom Islam, sagt ja, was ist los? Sei nicht streng. Unser Islam ist klar. Allah sagt, der Prophet sagt, die Sahaba haben verstanden, haben das weitergeleitet. Und das ist unsere Religion. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ich gebe Beispiele von diesen vielen Beispielen, die wir heute sehen. Ich weiß auch, dass einige Leute, die sagen, ja, wir haben die ganze Zeit in unseren Heimat, in unseren Ländern, machen wir das immer. Schau mal, was die meisten Muslime in ihren Ländern machen, vieles davon, vieles, nicht alles, vieles davon ist falsch.
Und vieles davon ist nicht belegt durch Koran und Sunna. Sondern irgendeiner hat was getan, dann haben die Leute das übernommen und dann machen sie das. Als Beispiel. Koran lesen auf den Gräbern oder beim Gräber. Wo gibt es sowas? Wer hat sowas gesagt? Der Prophet hat so viele Sahaba bestattet, begraben. Kein einziges Mal hat der Prophet ﷺ Koran gelesen. Umgekehrt, der Prophet ﷺ hat verboten, dass man auf den Gräbern, zwischen den Gräbern, zu den Gräbern betet. In diesem Platz betet man nicht. Wenn du den Leuten heute sagst, ach, in unserer Heimat machen alle, Allahu Akbar, und wenn die alle falsch sind, was wirst du am letzten Tag sagen? Der Prophet ﷺ hat sowas getan? Nein. Die Sahaba? Nein. Da kommen die mit irgendwelchen gelogenen Geschichten, erfundenen Geschichten, damit sie das bestätigen. Und komischerweise, wenn du den Leuten heute sagst, das Richtige ist nicht zu machen, der sagt, du bist fanatisch, du bist extrem. Und derjenige, der Bid'a macht und falsch macht, sagen sie, das ist in Ordnung. Das ist ein Mensch, der versteht. Deshalb fürchte Allah. Lieber Muslim, lerne deine Religion, sei nicht unwissend, dann wirst du auch wissen und sehen, wer Recht hat und wer nicht Recht hat.